Hi, hier ist Heike. Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal was ausgedacht und zwar habe ich ja schon öfter diese Teile gesehen, wenn man die Mini-Alben beziehen möchte, also die Graupappe, womit man sich praktisch markieren kann, wo man das Papier an den Ecken abschneidet. Ja, das funktioniert dann so, dass man sich hier so ein Teil drüber legt und dann kann man sich praktisch auf dem Papier anzeichnen, wo muss ich abschneiden, damit die Ecken praktisch überall gleich sind und wirklich schön ausgeformt sind. Ja, und da habe ich mir so ein bisschen was überlegt, denn ich habe keine Anleitung gefunden, ehrlich gesagt. Und ja, dann habe ich mir selbst so ein Tool gemacht und genau das möchte ich heute mit euch basteln. Und bei diesem Tool, da habe ich das gleich noch so gemacht, wenn ich das nämlich umdrehe und das Ganze praktisch von der anderen Seite anlege, dann weiß ich ganz genau, bis wo mein Designpapier gehen muss, denn ich habe praktisch diesen Winkel hier so gemacht, dass das gleich sozusagen fertig ist zum Umschlagen. Ja, also da weiß man gleich, wie breit, also wie viel größer als die Graupappe das Designpapier sein muss. Und ja, das funktioniert einwandfrei. Und wir werden das nachher mit dem gebastelten Teil auch nochmal testen, ob sich dieses Stück Graupappe gut beziehen lässt und ob auch die Ecken, ob das alles stimmt. Aber zuerst wollen wir das natürlich basteln und dafür braucht man gar nicht viel. Zwei Stücke Graupappe in 2x3 Inch. Und wenn ihr dicke Graupappe habt, so ab 2 mm aufwärts, dann braucht ihr nur ein Stück davon in 2x3 Inch. Ansonsten nehmt ihr einfach so wie ich zwei Stückchen Graupappe. Meine ist so 1 bis 1,5 mm, also ziemlich dünn. Und ja, damit das Ganze hübsch aussieht, habe ich halt auch noch so ein Designpapier genommen, aber das braucht ihr nicht unbedingt. So, dann brauchen wir einfach nur noch Kleber, ein Geodreieck, um den rechten Winkel anzuzeichnen, ein Cuttermesser wäre nicht schlecht und ein Bleistift. So, und optional wäre dann noch hier so ein Schleifblock, womit man die Kanten richtig schön begradigen kann. Das finde ich immer ganz gut. Also ich mag das, wenn die Kante hier sozusagen ganz glatt und so richtig schön, ja, ganz glatt geschliffen ist. Und das ist aber wirklich optional. Wenn ihr so einen Schleifblock nicht habt, dann könnt ihr auch einen aus dem Teddy besorgen. Da gibt es ja diese Nagelfeilen und das ist im Prinzip nichts anderes. Ja, also wenn ihr kein Schleifpapier habt, was ihr auch nehmen könnt, dann holt ihr euch einfach aus dem Teddy oder so diese Einweg-Nagelfeilen oder was das da ist. Und damit könnt ihr dann quasi auch diese Kanten noch ein bisschen begradigen. So, dann fangen wir an und kleben erstmal die Pappen und das Designpapier aufeinander. Und falls ihr, wie gesagt, dickere Pappe habt, die schon ja so ungefähr 2 bis 2,5 mm dick ist, dann braucht ihr jetzt nur das Designpapier aufkleben oder ihr wartet einfach, bis es weitergeht. Falls ihr kein Designpapier verwenden möchtet. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn die Tools auch noch so ein bisschen hübsch sind, weil es sich dann halt auch viel besser damit arbeitet und man auch viel lieber damit arbeitet. Ja, so die Pappen kleben wir so übereinander, dass wir praktisch auf einer Seite zumindest, also es kann ja sein, dass die nicht so ganz hundertprozentig zugeschnitten sind, zumindest auf einer Seite eine ganz gerade Kante bekommen. Und das mache ich einfach so, indem ich die hier runterdrücke und dann sozusagen hier diese gerade Kante habe. So, jetzt muss ich noch das Designpapier aufkleben. Und ja, wie gesagt, das müsst ihr nicht machen. Aber ich mag das ganz gern, wenn die Tools auch noch hübsch aussehen. Und als Kleber verwende ich hier wieder den Kollall-Alles-Kleber. Den mag ich total gerne, weil wenn der jetzt ausgehärtet ist, dann ist das wirklich richtig steif und bombenfest. Im letzten Video bei meinem Fotoalbum-Tutorial hatte ich ja schon gesagt, der riecht so ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, das macht mir nichts aus und es ist auch nicht so schlimm, dass man jetzt sagt, boah, ich muss alle Fenster aufreißen. Es ist halt wahrnehmbar. Aber es ist nichts, wo ich sage, boah, stinkt wie Hölle. Dafür wälzt er sich halt auch überhaupt nicht. Also die Pappe, die ist wirklich total gerade. Und der härtet so richtig schön aus, dass alles wirklich bombenfest ist. So, den Kleber können wir jetzt beiseite stellen. Und unsere Kante, die wir hier richtig schön
gerade haben, die schleife ich jetzt noch ein bisschen. Ja? Einfach so ein bisschen hier mit dem Block drüber gehen. Ich mag das halt, wenn das hier richtig schön glatt ist. Also das ist wirklich eine ganz gerade, schöne, super glatte Kante. Finde ich wirklich gut. Müsst ihr aber nicht machen. So, als nächstes müssen wir dann unseren die Mitte markieren von der geraden Kante. So, da meine Pappe 2x3 Inches oder ihr könnt auch 7,5 x 5 cm nehmen, das ist egal. Markiert ihr euch einfach hier die Mitte. So, und von der Mitte aus markiere ich nochmal einen Punkt, also ich setze einen Punkt bei 1 bis 2 mm, also am besten so bei 1,5 mm. So, von da aus sieht man das. Erstmal die Mitte markiert und dann nochmal eine kleine Markierung hier für den Punkt bei 1,5 mm ungefähr. So, und von diesem Punkt aus müssen wir praktisch jetzt einen rechten Winkel anzeichnen. Das könnt ihr einfach machen mit so einem Geodreieck, was ihr quasi senkrecht haltet. Dazu markiere ich mir einfach hier unten auch nochmal die Mitte. Und dann habe ich nämlich die Senkrechte zu meinem Punkt da oben. So. Und jetzt brauche ich das praktisch hier nur noch mit dieser Linie da drauf legen und kriege einen rechten Winkel. Und der sollte praktisch genau auf dem Punkt enden. Ich muss mal gucken. Ja, so. Und jetzt könnt ihr einfach diesen rechten Winkel hier oben anzeichnen. Haben wir hier unseren rechten Winkel und jetzt brauchen wir unser Cuttermesser und ein Lineal oder eben das Geodreieck und das Ganze müssen wir dann praktisch genau bis zu diesem Punkt rausschneiden, dieses Dreieck hier. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass hier oben diese Spitze dann nicht durchbricht, aber dadurch, dass wir ja hier relativ dicke Pappe haben, ist das relativ stabil und ja, es bewegt sich so ein bisschen, aber das wird gleich noch richtig fest, wenn wir nämlich das andere Teil dann darüber kleben. So, jetzt brauchen wir hier nur noch, also ich mag das überhaupt nicht mit diesem Cuttermesser zu schneiden. Ich bin da total schlecht drin. Vor allen Dingen, weil ich das immer nicht so richtig sehe. Jetzt pieken wir hier sozusagen genau bei unserem Punkt hinein und ziehen einmal runter. Und das Ganze wiederholen wir so lange, bis wir durch die Pappe durch sind. Das ist halt ziemlich oft. So. Ja, also da müsst ihr ein bisschen, wenn es geht, etwas ordentlich arbeiten. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt begradigen wir das Ganze hier noch ein bisschen. Also sorry, ich bin immer noch erkältet. Irgendwie ist die ziemlich hartnäckig. Aber ich wollte jetzt auch nicht warten mit der Videofilmerei. Naja, dauert es noch 6 Wochen und ich ärgere mich. So, jetzt werden die Kanten hier innen noch mal kurz ein bisschen begradigt. Hier habe ich ein bisschen das Messer schief gehalten, das sieht man, aber naja, gut. Dann ist es halt so. So, also ich finde es eigentlich ganz gut. Wir schauen gerade mal, ob das passt. Jawohl, sehr gut.
So, um dem Ganzen jetzt ein bisschen Stabilität zu geben, weil das ist natürlich so nicht verwendbar. Also man kann es verwenden, aber es wäre mir jetzt hier zu unsicher mit der Spitze da oben. Nehmen wir uns dieses Teil und markieren uns von der Spitze aus gesehen in der Senkrechten einfach 1 Inch. Ich mache jetzt einfach hier mal, also bei 1 Inch, das heißt, oder ihr bei 2,5 Zentimetern macht ihr euch eine Markierung und dann wird das Ganze sozusagen, ach so, meine Markierung habe ich ja hier noch. So, ach nee, andersrum. Ah, wie gesagt, ich bin schlecht mit dem Geodreieck, ich kann das echt nicht. So, dann macht ihr euch hier nochmal eine Markierung. So, ja, also einmal habe ich mir so eine Querlinie gemacht bei 1 Inch von der Spitze aus gesehen und dann praktisch den Punkt hier in der Mitte. Und da müssen wir jetzt einfach nochmal im rechten Winkel was rausschneiden. Aber das geht ziemlich einfach. Geodreieck anlegen und einen rechten Winkel anzeichnen. So, den schneiden wir jetzt noch mal raus. So, wir haben's. Puh, geschafft, sage ich euch. So, das Ganze noch mal ein bisschen begradigt. Einfach, weil ich es schön finde. So. Und jetzt brauchen wir das Ganze nämlich nur noch aufkleben. Und damit ich weiß, wo ich das aufkleben muss, markiere ich mir auch diese Stelle nochmal. Einfach hier zweimal mit dem Bleistift lang. Und hier müssen wir unseren Kleber auftragen. Ups. Ja, okay. So, und jetzt kleben wir das Ganze einfach hier schön Kante an Kante auf. So, ich mache das so, dass ich das Grundteil hier schön gegen ein Lineal drücke. Dann weiß ich nämlich, dass die Kante auch wirklich hundertprozentig gerade ist. So. Sehr gut. Gut. Okay. So, jetzt wird das Ganze hier noch mal ein bisschen schön gerade und sauber geschliffen. Und dann sieht es doch sehr, sehr gut aus. So. Muss jetzt erstmal noch richtig fest werden und dann testen wir jetzt noch, ob sich die Graupappe damit auch gut beziehen lässt. Gut, so, dann suche ich mir mal hier ein kleines Stück Designpapier. So, nehmen wir mal das hier, schneiden das direkt mal hier ab. Also wie gesagt, ihr könnt auch so festlegen. Aha. Hier muss mein Designpapier enden. So. Und bis hier. Ja, und das Ganze dann
könnt ihr dann sozusagen schön gerade zuschneiden. Das ist jetzt nicht gerade, aber okay. So. Wo ist es? Hier. Okay. So, und das ist jetzt wirklich richtig schön stabil. Und wir legen es hier an und können dann praktisch direkt hier am Rand entlang fahren. Und das Ganze gleich zuschneiden. Ich mache das mal so, dass ich genau diese farbige Linie wegschneide. Okay. So. Jetzt kommt noch ein bisschen Klebeband dran. Wenn ich Pappen beziehe, nehme ich dafür immer Klebeband. Ich nehme auch keinen Buchbinderleim, weil der meistens mit ja, aus Wasser, also einen Wasseranteil hat und dadurch die Pappe sich wellt. Das heißt, ich müsste, wenn, dann die Pappe auf beiden Seiten damit einstreichen. Und ja, dazu habe ich überhaupt keine Lust, ehrlich gesagt. Also immer doppelseitiges Klebeband. Und das funktioniert wirklich einwandfrei. So, als erstes werden natürlich immer die Ecken vorgefalzt hier, also die Seiten. Und hier auch. So, dann die langen Seiten, damit beginne ich immer. Auch auf der anderen Seite. So, und jetzt muss ich nur noch diese Ecken hier reindrücken. Einfach nur platt machen sozusagen. Und dann kann ich das Ganze nämlich hier wunderbar umknicken und beziehen. Ja. So. Und das Ganze mache ich hier auch noch. Klebeband ab und die Ecke kann umgeknickt werden. So, damit haben wir praktisch perfekt ausgeformte Ecken. Ja, sieht man hoffentlich hier, dass sich das so ein ganz kleines Stück mit umbiegt, aber ja, sieht halt wirklich genial aus und das ist meiner Meinung nach. Ja, es hat irgendwas von Perfektion, wenn das überall gleichmäßig ist und nicht einmal so und einmal ein bisschen schräger und so weiter. Also das sieht schon gut aus. Ja, das war mein kleines Tutorial für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht ist das ja ganz nützlich für den einen oder anderen. Ihr könnt natürlich auch weiterhin euer Papier unter der Pappe einfach so frei Schnauze zuschneiden. Aber ich finde das eigentlich ganz praktisch und ja, weil es einfach gut aussieht und ja wirklich so einen Hauch von Perfektion hat. Ja, ansonsten war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.